Heute im Interview habe ich die Karin Klein zu Gast von www.karinklein.köln. Hallo, liebe Karin. Hallo, guten Morgen. Die Karin wird ein bisschen mit mir über das Thema Bindung plaudern, was ich persönlich ein sehr wichtiges und interessantes Thema finde. Aber am besten, Karin, stellst du dich einfach mal kurz selbst vor, erzählst, was du so machst und ja, dass dich die Zuseher und Zuseherinnen ein bisschen kennenlernen können. Ja, danke Anja für die Einladung schon mal. Also ich bin Karin Klein, komme aus Köln, deswegen auch die schöne Website. Ich bin Körpertherapeutin für die gute Bindung. Und das bin ich zwar in meinem zweiten Berufsleben, in meinem ersten Berufsleben habe ich was ganz anderes gemacht. Da habe ich BWL studiert und im Vertrieb und Marketing gearbeitet und kam da natürlich auch immer wieder an die Themen Bindung. Also ich habe ein Burnout erlitten, weil ich keine Bindung zu meiner damaligen Chefin aufbauen konnte. Das ist mir irgendwie nicht gelungen. Und da habe ich dann gemerkt, wie wichtig das Thema für mich ist, habe dann angefangen, mich damit da einzulesen, habe festgestellt, dass das nicht nur für mich wichtig ist, sondern dass das für uns alle Menschen wichtig ist, dass das auch nicht nur für kleine Kinder wichtig ist zu den Eltern, sondern eben auch Erwachsene zu Erwachsenen, Erwachsene zu Kindern und dass das ein urmenschliches Bedürfnis ist. Also für mich ist das auf der gleichen Ebene wie Schlaf und Essen. Ja? Sexualität könnten wir auch noch mit reinnehmen, hat dann auch wieder was mit Bindung zu tun. Von daher ist das für mich wirklich ganz basal. Und ja, ich habe dann nach diesem Burnout, beziehungsweise das war schon mittendrin, da war ich schon in der Ausbildung zur Körpertherapeutin und das mache ich jetzt seit fast 7 Jahren. Genau. Und wen quasi behandelst du da? Also nur Kinder oder auch erwachsene Paare, Familien? Also wer ist denn so deine, ja, sag ich mal, Zielgruppe? Ja, nein, also mit Kindern arbeite ich nicht. Das überlasse ich dann lieber Menschen wie dir, die da viel, viel kompetenter sind. Ich arbeite mit Kindern nur, wenn sie noch im Mutterleib sind. Also tatsächlich fange ich an bei Frauen, die Kinderwunsch haben, der bisher unerfüllt ist, die vielleicht schon reproduktionsmedizinische Hilfe in Anspruch genommen haben oder auch nicht. Die kommen dann zu mir, weil wir da mal schauen, was ist denn so als Thema Bindung zu der eigenen Mutter, weil oft ist das auch ein Thema, warum der Kinderwunsch nicht eintritt. Weil in der Schwangerschaft der Mutter mit der Frau, die jetzt dann bei mir sitzt, irgendetwas war, was die Frau dann in ihren Zellen als Stress gespeichert hat und dementsprechend dann der Körper sie vor einer Schwangerschaft quasi schützt. Das ist ein weites Thema, das nur so kurz angerissen. Dann kommen Frauen zu mir, die schwanger sind, wo wir dann die vorgeburtliche Bindungsförderung machen. Also, dass die Frauen, die ja heutzutage in der Gesellschaft, das kannst du als Mama ja vielleicht bestätigen, wenn du schwanger bist, wirst du ziemlich verrückt gemacht und du verlierst so ein bisschen den Kontakt zu dir, du verlierst den Kontakt zu dem Körper, zu deiner weiblichen Urkraft, aber auch eben zu dem Baby, was in dir wächst. Ja. Und obwohl das etwas ist, was jede Frau von Natur aus könnte, hat die Gesellschaft halt dafür gesorgt, dass es nicht mehr immer funktioniert. Und dann können wir das über die Bindungsanalyse, die Methode, die ich dann anwende, wiederherstellen. Und das bewirkt dann zum Beispiel, dass Geburten viel, viel leichter verlaufen, dass die Mutter, also in der Schwangerschaft, die werdende Mutter schon eine ganz, ganz entspannte Schwangerschaft haben kann. Dass, klar, keine Schwangerschaft ist einfach nur schön. Ja, gut, das klar. Das weißt du, egal wie das Umfeld halt ist. Aber dass die Sachen, die dann halt weniger schön sind, besser verarbeitet werden können, dass man die besser versteckt, dass man da gelassener bleibt. Und dann kommen Erwachsene zu mir, ich sag mal Erwachsene ab 16, die in irgendeiner Form ein Bindungsthema haben. Also ich habe da zum Beispiel junge Frauen, die so mit Ende 20, Anfang 30 sich wünschen, eine Beziehung führen zu können und vielleicht schon die ein oder andere Partnerschaftserfahrung gemacht haben und da merken, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas in meinem System ist da nicht ganz offen und vielleicht ist auch irgendwie eine Essstörung mit dabei, was ja auch oft mit dem Thema Mutterbindung wieder zu tun hat. Auch das ist ein ganz, ganz weites Thema, jetzt nur kurz angerissen. Ich habe auch Paare, die zu mir kommen, an der Stelle weniger Paare, die wirklich Probleme haben, als die Paare, die präventiv oder einfach nur, wir wissen, es ist schön zwischen uns, aber wir können es noch schöner machen. Ja. Und da ist dann das Thema Bindung halt auch sehr, sehr präsent. Jugendliche ab 16 deswegen, weil natürlich auch Schulthemen auch ganz, ganz häufig damit reinspielen, wenn es halt irgendwie ja, eine Bindungsproblematik oder etwas, eine Störung gibt, die kann man dann an der Stelle auch gut lösen. Das heißt also, du arbeitest schon hauptsächlich mit den Frauen.
Ich arbeite, ja, das ist ja meistens so, dass die Frauen eher kommen, weil sie sich tatsächlich da auch mehr um sich kümmern oder mehr um die Familie kümmern. Das ist ja auch das weibliche Prinzip. Aber ich habe auch männliche Klienten, die entweder als Paar oder alleine kommen, ja. Aber ich sag mal so 80% Frauen sind es ja. Ja, das denke ich mir, weil die Frauen ja auch, wie du schon sagst, eigentlich immer diejenigen sind, die die sozialen Bindungen pflegen und die einfach, ja, die halt schon seit Urzeiten dafür zuständig sind. Genau, das ist das weibliche Prinzip, ganz genau. Ich kenne, Aber auch Männer, Entschuldigung, aber auch ja. Männer haben dieses Bedürfnis nach Bindung. Ja. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich ein Infotalk beziehungsweise in Zukunft auch ein Webinar anbieten werde, was nur für Männer ist, wo ich halt so das Thema erkläre, warum das für Männer gerade so schwierig ist. Ja. Die Kurzfassung dazu könnte sein, die Jungs werden ja in einem sehr weiblichen Umfeld erzogen, bis sie dann so in die Pubertät kommen. Ne? Also die Mama ist meistens zu Hause, dann ist die Kindergärtnerin eine Frau, die Grundschullehrerin ist eine Frau. So. Bis die Jungs dann in die Pubertät kommen, sind sie also in einem sehr weiblichen Umfeld. Und wenn sie dann zum Mann werden, müssen sie sich erstmal von dem, also sie haben das Gefühl, sie müssen sich von dem Weiblichen abgrenzen, um das Mannsein für sich zu entdecken. Und wovon grenzen sie sich dann ab? Sie schütten dann quasi so ein bisschen das Wasser, das Kind mit dem Bade aus, weil sie denken, okay, dieses ganze weiche, emotionale, fürsorgliche, das ist das Weibliche. Das haben sie ja kennengelernt. Ja, und dann auf dem Schulhof sind die Jungs dann ja auch so, hey, komm, heul jetzt nicht und stell dich nicht so an und mach mal. Und von daher wird dieses weiche Bindungsbedürfnis da vielleicht eben eher abgelehnt. Und dann sind sie im Erwachsenenalter, sind zum Mann geworden und müssen dann erstmal wieder lernen, dass das auch zu ihnen dazugehört. Weil sie haben natürlich auch Emotionen, das spüren sie ja auch. Und das ist dann das, was es für Männer so schwierig macht. Das ist, glaube ich, aber auch für die Eltern nicht einfach. Deswegen würde ich das jetzt gerade noch mal kurz nachfragen. Es gibt Ja, ja in der Entwicklungsphase von Kindern gibt es ja diese Phasen, wo sie wirklich mehr der Mama zugewandt sind und zu der Mama eine enge Bindung haben. Und dann kommt ja in relativ früher Kindheit schon die Phase, wo sie sich dann doch eher am Papa orientieren und die Bindung halt zum männlichen Elternteil enger wird. Wie gehe ich denn als Eltern oder als Mutter damit um? Wie kann ich das denn fördern oder dafür sorgen, dass die Bindung sich nicht verliert? Weil ich kenne viele Mamas, die dann tatsächlich Angst haben und sagen, oh Gott, das Kind ist jetzt ein Papakind und ich komme gar nicht mehr ran. Gibt es da irgendwas aus deiner Erfahrung, was ich als Mama tun kann in dieser Phase? ja, Beständigkeit zeigen. Zeigen, dass du da bist. Das ist letztendlich das, was eine gute Bindung ausmacht. Das Bindungsverhalten ist ja eins. Also wir sprechen, wenn wir von Bindung sprechen, sprechen wir eigentlich von zwei Dingen. Wir sprechen von dem Bindungsverhalten und wir sprechen von dem Explorationsverhalten. Ja? Und beide gehören zusammen. Du kennst das, da hat man ja auch mal so Studien drüber gemacht, Exploration, also Beobachtungen gemacht, dass Säuglinge, also Krabbelbabys, die laufen los, also die krabbeln los, drehen sich dann nochmal um, gucken, ist Mama oder Papa noch da? Wenn ja, dann krabbeln sie weiter. So, das ist das Explorationsverhalten. Das sich umdrehen und gucken, ist es noch da? Das ist das Bindungsverhalten. Beide sind gleichermaßen wichtig. Und wenn du als Mama dann in so eine Situation kommst, wo du merkst, das Kind wendet sich jetzt mehr dem Partner zu, dann bleib einfach beständig. Bleib da, zeig dem Kind, wenn du mich anschaust, ich bin noch hier. Und du kannst in die Welt. Du kannst jetzt in die Welt, du kannst zum Papa, aber wenn du zurückkommen möchtest, ich bin noch hier. Und umgekehrt können die Väter das auch so machen, weil wenn dann die Selbstverständlich. Phase da ist, gerade am Anfang nach der Geburt, wo das Kind wirklich absolut auch von der Mutter abhängig ist, automatisch, Ja. wie kann der Papa denn dann zum Beispiel schon eine Bindung zum Kind aufbauen? Das kann er sehr gut, indem er auch dabei ist. Ja?
Das ist natürlich jetzt so eine Frage, wie macht man das so im Alltag? Ne, im Familienalltag ist das natürlich nicht immer so leicht. Ja. Aber dieses Dasein, dieses beständige und ruhige Dasein, das macht schon viel aus. Ja, und auch wenn das Kind, ja, von Natur aus gemäß, wenn die Mutter stillt, dass das Kind von der Mutter abhängiger ist, der Papa kann auch mal die Windeln wechseln und der Papa kann auch mal das Baby holen und der Mutter an die Brust geben, ja. Also solche Sachen, so ein Teamwork ist an der Stelle halt einfach ganz wichtig. Und leider Gottes in unserer Welt nicht immer vorhanden. Ja, gut, das ist halt leider oft auch anderen Einflüssen geschuldet, selbst wenn Ja. es die Papas wollten, Ganz genau. dass sie Ganz das halt nicht immer können. Woran erkenne ich denn aber jetzt zum Beispiel als Papa oder als Mama, ob ich eine Bindung zu meinem Kind habe? Weil manchmal fühlt es sich ja so an, und es ist jetzt auch ganz viel in der Diskussion, dass es Mamas gibt, die sagen, oh, ich bereue es, ein Kind bekommen zu haben, und das behindert mich jetzt in meiner eigenen Entwicklung und was weiß ich. Dazu kann man stehen, wie man will, aber sind das Mütter, die die Bindung zu ihrem Kind einfach nicht mehr spüren, oder gibt es wirklich, dass man keine Bindung aufbaut? Woran merke ich das? Woran mache ich Oh, das das ist fest? ja sehr, sehr komplexes Thema, was du gerade ansprichst. Ja, ich glaube, dass, wie gesagt, dieses Bindungsbedürfnis ist in uns allen angelegt. Aber wir haben ja selber als Kinder, als Babys im Mutterleib und dann in der frühen Kindheit etwas gelernt. Wir haben ja Bindungserfahrungen gemacht. Und je nachdem, wie sich diese Bindungserfahrungen gestaltet haben, sind wir mehr oder weniger gut in der Lage, eine sichere, gute Bindung aufzubauen. Es gibt da, also die Bindungstheorie, die Bindungsforschung hat uns da so gute Ansätze gegeben. Es gibt so grob, wirklich sehr, sehr grob, drei Unterbereiche, also drei Unterordnungen, wie man Bindungsverhalten einkategorisiert. Bitte jetzt an der Stelle, es ist wirklich sehr, sehr grob. Ich nenne es den Anker, die Welle und die Insel. Der Anker ist genau das, was ich dir gerade gesagt habe, diese Beständigkeit. Der Anker hat gelernt, dass zwei besser sind als nur einer. Zu zweit kann ich das Leben besser meistern. Zu zweit macht es einfach mehr Spaß. Zu zweit kann ich es mehr genießen. Und der Anker hat dementsprechend keine Angst vor Bindung. Der hat, dem ist das völlig okay, wenn die Person da ist. Dem ist es aber auch völlig okay, wenn die Person nicht da ist, weil er weiß, ich bin trotzdem sicher. Ich brauche die andere Person nicht, aber es ist einfach schöner, wenn sie da ist. So kann man es beschreiben. Dann die Menschen, die eine Wellenerfahrung gemacht haben, die haben so das Gefühl, ich kann nicht mit dir, aber ich kann auch nicht ohne dich. Und die fühlen sich eher abhängig von der anderen Person. Sie haben eher das Gefühl, ich kann nicht ohne die Person, aber sie stoßen sie trotzdem immer mal wieder weg, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass die Menschen um sie herum, die Bindungspersonen, nicht beständig waren. Ja, und dann dementsprechend haben sie sich selber dann auch so, naja, eingependelt auf das Leben, dass sie selber nicht wirklich beständig sind. Und auch nicht daran glauben, dass jemand anders jetzt Beständigkeit zeigen könnte. Ja. Und dann gibt es die sogenannten, also ich nenne sie die Inseln. Aus der Bindungstheorie heißt es ein bisschen anders. Das finde ich aber zu, na, die Begriffe sind zu krankhaft. Also Ja. dementsprechend mag ich lieber diese anderen Begriffe. Und die Insel hat gelernt, ich mache es lieber alleine. Ich kann mich sowieso auf niemanden verlassen. Wenn ich jemanden brauche, ist sowieso niemand da. Dann kann ich es eh direkt alleine machen. Und ich glaube, dass das Thema, wenn ich dann ein Kind habe und ich spüre die Bindung nicht oder ich bereue dieses Regretting Motherhood, was du gerade angesprochen hast, ich bereue meine Mutterschaft. Ich weiß nicht, ob das immer in Gänze ist. Also das könnte sein, dass das jemand ist, der etwas inseliger ist, ja, der dann sagt, naja, eigentlich möchte ich es ja lieber alleine machen und jetzt habe ich da aber ein Kind. Es könnte aber auch sein, dass es jemand ist, der etwas welliger ist. Ja? Der sagt, naja, eigentlich will ich, aber will ich doch nicht, will ich doch, will ich ja, weiß ich nicht genau. Und das ist sehr, sehr komplex an der Stelle. Ich glaube aber, dass das Gefühl von ich möchte eigentlich Bindung bei allen dreien Kategorien durchaus da ist. Die Art und Weise, wie ich damit umgehe und ob ich es zulasse, ist aber eine andere. Ist das nachvollziehbar? Okay. Ist verständlich.
Was natürlich mich jetzt gleich zu der Frage führt, wenn ich das als Mutter meinem Kind vorlebe, zum Beispiel dieses Wellenverhalten, ne? Ich liebe dich, ich hab dich nicht lieb, ich hab dich lieb, ich hab dich nicht lieb. Also je nachdem vielleicht auch, wie das Kind sich verhält. Was macht das denn mit meinem Kind? Führt das dazu, dass mein Kind dieses Verhalten übernimmt oder kehrt sich das eher ins Gegenteil? Oder wie sind da so deine Erfahrungen damit? Ja, sehr, sehr interessante Frage. Also persönlich, meine Erfahrungen sind ja folgendermaßen, dass die Mütter in der Schwangerschaft die Bindung schon aufbauen und dann so sicher sind in dem, wie sie sich verhalten, dass das Kind sich auch sicher fühlt. Ich kann es dir aber aus der Theorie erzählen. Und zwar hat man festgestellt, dass sich das überkreuzt. Also eine Wellenmutter wird ein inseliges Kind quasi in die Welt bringen. Und das überkreuzt sich dann sogar über die Generationen. Also wenn die Großmutter ist vielleicht eher wellig, die Tochter wird dann inselig und die Enkelin oder der Enkelsohn wird dann wiederum wellig. Gut, ist nachvollziehbar. Wenn ich mich als Kind nicht darauf verlassen kann, dass meine Mutter immer gleich reagiert und immer zuverlässig und beständig ist, dann werde ich natürlich eher dazu neigen zu sagen, gut, dann brauche ich die auch nicht. Dann mach es halt alleine, Genau. gerne. Genau, Okay. Und wenn ich jemanden habe als Bezugsperson, als Bindungsperson, von der ich abhängig bin als Kind, also wenn ich eine inselige Mutter habe, dann habe ich natürlich das Gefühl, ich brauche sie ja und werde auf der einen Seite mehr anklammern, aber gleichzeitig auch mehr zurückschließen. Also diese Wellenbewegung mehr haben. Jetzt ist das ja von außen immer wunderbar zu sagen und in der Theorie auch ganz toll. Wie merke ich denn aber als Mutter oder vielleicht auch als erwachsene junge Frau, dass mein Bindungsverhalten nicht so ist, wie ich mir das zum Beispiel wünschen würde oder dass es mir nicht gut tut oder dass ich das verändern müsste? Woran könnte ich das denn festmachen? Da gibt es zum Beispiel Tests, die man machen kann, also Fragetests, wo man vielleicht Aussagen hört, und man schaut, wie resoniere ich damit, also was ist so eher das, was ich so im Alltag lebe. Fragetests, die auch mehr auf die Vergangenheit aufbauen. Also da ist zum Beispiel eine Frage, die könnte lauten, wenn ich nachts Angst hatte, wie sind meine Bindungspersonen mit mir umgegangen? Ist dann jemand zu mir gekommen, bis ich mich beruhigt hatte? Zum Beispiel, durfte ich zu jemandem ins Bett oder hat man mich allein gelassen? Ja? Und je nachdem, welche Antwort du da aus Erfahrung, aus deinen Erinnerungen noch geben kannst, weißt du, wenn jemand zu mir kam und bis ich mich beruhigt habe, dann habe ich ein Ankerwesen erlebt. Ja, man hat mir Sicherheit gegeben, aber man hat mich auch dann wiederum in meiner Selbstständigkeit gelassen. Wenn jemand zu mir ins Bett kam oder mich ins Bett geholt hat, dann ist es eher ein welliges. Ach, du hast Angst? Ja, dann brauchst du mich jetzt komplett. Nachvollziehbar? Ja. Und wenn niemand kam, ist klar, dann hast du eh gelernt, ich mach's dann alleine. Ich muss mich alleine bewegen. Also es gibt, wie gesagt, diese Tests, die man finden kann. Ich habe die zum Beispiel auch in meinen Event-Talks, wo ich dann halt diese Tests dann mit meinen Teilnehmern dann durchführe. Ich bin jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet, weil ich habe noch kein Webinar jetzt konkret, aber vielleicht kannst du das, sobald ich das habe, dann nochmal unten in den Link mit reinsetzen, Mache ich gerne, klar. dass die Leute sich dann da anmelden können. Oder es gibt zum Beispiel Methoden, die ich dann aus der Körpertherapie halt kenne. Jetzt stell dir mal vor, du stehst vor mir und ich werfe dir ein Seil zu und halte das eine Ende vom Seil fest und ich werfe dir das andere zu. Ja. So. Nimmst du es auf oder nicht? Ist das jetzt so eine rhetorische Frage, weil du kannst es nicht wirklich beantworten, ja? Weil dein Körper wird schneller reagieren, als du denken kannst. Jetzt, wenn ich dir die Frage stelle, dann stellst du dir das jetzt vor und dann ist das alles schon im Kopf, Ja. ja? Aber wenn wir das jetzt tatsächlich machen würden, dann würde dein Körper sehr, sehr schnell reagieren. Es gibt Menschen, die greifen das sofort auf und ziehen sofort dran. Es gibt Menschen, die lassen es an sich runterfallen. Ja? Es gibt Menschen, die greifen es mit einer Hand und fangen dann an zu spielen oder lassen es ganz, ganz locker hängen. Und das sind zum Beispiel Sachen, die geben alle einen Hinweis auf das Bindungsverhalten. Ja?
Wenn ich den Menschen, mit denen ich das dann mache, dann erkläre und sage, guck mal, du hast das so und so, ach ja, stimmt. Und dann sage ich immer, das kennst du aus dem Alltag. Du nimmst ein Beziehungsangebot auf, wenn man es dir zuwirft. Und dann guckst du aber erstmal, was ist denn das für ein Ding? Und dann analysierst du das. Ja, und hast du denn genug? Ne, ich gebe noch ein bisschen zurück. Und oh, aber lass aber bloß nicht los auf der anderen Seite. Also das sind so Reaktionen, die auftreten können. Und wenn ich den Leuten das dann erkläre, dann verstehen sie das. Dann sehen sie das in ihrem Alltag. Dann verstehen sie das in den kleinsten Begegnungen, die sie haben, zum Beispiel mit einer Kassiererin an der Supermarktkasse, mit der besten Freundin aus der Kindheit, mit dem Partner, mit der Mutter. Du kannst das auf verschiedenen Ebenen dann wiedergespiegelt sehen. Dazu ist aber auch zu sagen, dass ja, wir haben ein Grundmuster. Wir sind eher ankerig, wellig oder inselig. Aber wir können zum Beispiel sehr wellig mit der Mutter sein, sehr inselig mit dem Vater und sehr ankerig mit dem Partner. Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen, ob denn dieses Verhalten überall durchgängig gleich ist. Weil ich kenne das auch aus meinem Alltag. Es gibt Situationen, wo ich eher der Anker bin. Dann gibt es Situationen, wo ich eher so der Inselmensch bin. Also ne, würde ich jetzt so, wie du mir das erzählt hast, und wenn ich überlege, gibt es da durchaus verschiedene Situationen, in denen ich mich dann auch verschieden verhalte. Du hast sicherlich ein Grundmuster, was so immer mitschwingt, aber darüber legen sich dann eben diese anderen Systeme. Und die werden ja immer beeinflusst, auch im Erwachsenenalter. Das ist ja das Schöne, wir können unser Bindungsverhalten ja auch im Erwachsenenalter noch verändern, wenn wir das wünschen. Ja, und dementsprechend verändert sich das aber auch manchmal, ohne dass wir darauf achten. Weil wir haben zum Beispiel, wie ich eben gesagt habe, ich habe eine Erfahrung gemacht, dass ich mit meiner Chefin keine Bindung aufbauen konnte. Also habe ich dieses Thema mit, wenn ich in einem Arbeitsverhältnis bin, dann brauche ich mich auf meinen Chef gar nicht erst verlassen. Könnte eine Reaktion sein, dass ich also im Berufsleben sehr inselig werde. Ja? Obwohl ich in einer Partnerschaft sehr ankerig bin und in Freundschaften vielleicht wellig. Also ja, das ist durchaus so, dass man da unterschiedliche Ausprägungen haben kann, je nachdem, in welchem Lebensbereich das ist, oder auch in Bezug auf eine bestimmte Person kann das natürlich auch sein. Das heißt also, wenn ich mich mit dem Bindungsverhalten, wie ich es so in den verschiedenen Situationen zeige, wohlfühle, bräuchte ich das nicht mal unbedingt verändern. Ich sollte da nur was dran verändern, wenn ich sage, da fühle ich mich unwohl oder da merke ich das immer wieder, zum Beispiel eben in der Partnerschaft, ich immer wieder an die falschen Männer gerate und es ist immer wieder das Gleiche. Ich werde immer verlassen oder wie auch immer, dass ich dann Oder ich sage, verlasse immer, ja. oder ich verlasse immer, genau, dass ich dann halt sage, okay, ich gucke mal doch nach meinem Bindungsverhalten. Ja. Also das ist durchaus meine Philosophie, an die Sachen heranzugehen. Wenn ich keinen Leidensdruck habe, wenn ich mit allem zufrieden bin in meinem Leben, dann muss ich da jetzt nicht Selbstoptimierungswahn betreiben, ja. Wenn ich aber irgendwo merke, oh, das könnte noch schöner sein oder das tut sogar weh, dann verändere ich was, ja. Und dann kann ich das auch verändern. Das heißt also, wenn ich jetzt das alles so richtig rausgehört habe, dass ich auch zu meinen Geschwistern durchaus eine Bindung habe, schon von frühester Kindheit an, und die dann aber ganz anders sein kann als zu meinen Eltern zum Beispiel. Ja. Auch das kann durchaus sein, je nachdem, wie eng du mit deinen Geschwistern aufgewachsen bist, je nachdem, welchen Altersunterschied es zum Beispiel auch gibt. Ja? Kann es manchmal sein, dass die große Schwester, der große Bruder vielleicht ein Ersatz ist für eine inselige Bindungsperson aus dem Elternpaar. Ja? Das ist durchaus denkbar. Und von daher, ja, natürlich, wir bauen Bindungen auf zu allen Menschen in unserer Umwelt. Zu unserer. Und kriege ich da irgendwie vielleicht schon als Mutter Hinweise darauf? Weil also ich habe jetzt weswegen ich frage, habe ich jetzt aktuell einen Workshop gehabt, wo es halt um Geschwisterverhalten und Geschwisterstreit geht. Toll. Und es gab Mütter, die gesagt haben, boah, also meine Kinder sind wie Hund und Katze, die kann ich keine 5 Minuten in einen Raum lassen und schon ist der dickste Streit zugange. Und andere Mütter sagen, ach, das war nur in einer bestimmten Situation oder das ist nur ab und zu.
Und wir haben halt darüber geredet und uns ausgetauscht, ob das zum Beispiel am Geschlecht liegen könnte oder am Altersunterschied. Aber wenn ich jetzt das so von dir gehört habe, könnte es auch vielleicht einfach am Bindungsverhalten liegen, dass es von Geschlecht und Altersunterschied komplett unabhängig ist. Ich glaube, auch das ist sehr komplex und auch das kann unterschiedliche Gründe haben. Und nur weil sich die Kinder streiten, heißt das noch lange nicht, dass sie keine Bindung haben. Okay. Ja? Ganz im Gegenteil, weil in dem Moment, wo sie streiten, sind sie ja im Kontakt. Da passiert ja was zwischen den beiden. Und das kann, wie du schon selber gesagt hast, das können Rivalitäten jeglicher Art sein. Ja? Aber ich glaube nicht, also wenn ich jetzt so an die Experimente denke, die die Bindungsforschung dann gemacht hat, so in den 50er, 60er Jahren. Wenn ich keine Bindung aufbaue, also wenn ich sehr, sehr inselig bin, ja, wenn ich direkt sage, oh, weißt du was, Bindung ist für mich nicht interessant, ich mache es lieber alleine, dann spielt das eine Kind alleine in der Ecke und das andere Kind spielt alleine in der Ecke. Ja? Es könnte dann, also wir konstruieren jetzt mal ein paar Szenarien. Es könnte sein, auf der einen Seite, dass wenn das eine Kind sehr inselig ist und das andere möchte aber Bindung haben, ist eher wellig, dass das Wellenkind auf das Inselkind zugeht und dass das Inselkind dann sagt, weißt du was, lass mich mal in Ruhe. Und dass das dann den Streit hervorruft. Aber wie gesagt, das ist jetzt sehr, 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 sehr theoretisch. Und ich glaube, es ist nicht pauschal zu sagen, dass die Kinder, die streiten, keine Bindung zueinander haben. Also da muss ich mir als Mutter keine Sorgen machen, dass ich sage, oh Gott, meine Kinder haben jetzt überhaupt keinen Draht zueinander sozusagen. Naja, ein Draht zueinander zu haben, ist ja nochmal was anderes als Bindung zueinander zu haben. Das stimmt, Ja? ja, das Von stimmt. daher, ja, also ob ich mir da als Mutter so tiefe Sorgen machen muss, das weiß ich nicht. Ich würde vielleicht an der Stelle dann auch eher gucken, wie bin ich denn als Mutter? Ja? Wie kann ich denn damit leben? Weil Kinder sind ja auch sehr, sehr oft Symptomträger, das weißt du ja auch. Dass die Kinder ausleben, was zum Beispiel in der Paarbeziehung der Eltern passiert, unter der Decke passiert, aber dennoch passiert und die Kinder tragen das aus. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt eine Pauschalaussage mache, wenn Kinder streiten, heißt es eigentlich, dass die Eltern streiten wollen würden. Ja, klar, das ist. Ja, aber da kann ja durchaus auch noch mal was sein. Es wäre durchaus sinnvoll, sich das vielleicht einfach mal anzuschauen und auch da aber wertfrei zu bleiben, weil auch die Mama, die hat ja ihre Erfahrungen gemacht und das, was sie erlebt, ist ja ein Teil ihrer eigenen Erfahrungen. Ja? Wir sind ja alle das Ergebnis dessen, was wir mitbekommen haben, dessen, was wir erlebt haben. Was in dem Zusammenhang vielleicht auch noch interessant ist, es gibt ja oft, wenn man so mehrere Kinder hat, gibt es ja so ein Lieblingskind. Die Mütter geben das zwar nicht gerne zu, aber ich höre das halt relativ oft doch, dass die Mama sagt, ach ja, das, ne, ist eigentlich doch so, also die meisten sagen, die zu dem Kind habe ich einen besseren Draht als zu dem anderen zum Beispiel. Hat ja dann aber auch wieder was mit Bindung zu tun. Vielleicht könntest du das für mich noch mal ein bisschen erklären. Wenn ich als Mutter ein bestimmtes Bindungsverhalten doch an den Tag lege, wieso können sich meine Kinder dann zu verschiedenen, sag ich mal, Bindungspersönlichkeiten entwickeln? Wie du schon sagst, der eine vielleicht eine Welle wird und der andere eher ein Anker. Wenn ich doch als Mutter für beide Kinder so der Anker bin, hat das was damit zu tun, dass ich doch unbewusst das eine bevorzuge und sage, das ist mein Lieblingskind oder? Möglicherweise kommt das daher, ja. Weil du bist ja nicht komplett gleich. Ja? Du hast es ja gerade so schön gesagt, die Mütter geben es nicht wirklich zu, aber es ist ja auch normal. Ja? Dann habe ich das eine Kind, das mich mehr an mich selber erinnert. Und damit fühle ich mich besser. Oder ganz im Gegenteil, es erinnert mich mehr an mich selber und deswegen mag ich es etwas weniger. Ja? Oder das andere Kind hat etwas, was ich gerne hätte. Und das kann dazu führen, dass ich es lieber mag oder auch wiederum weniger lieber habe. Ja? Und ich glaube auch nicht, dass Liebe ist ja nicht immer gleich. Und du liebst deine Kinder, im Idealfall liebst du all deine Kinder. Aber du kannst natürlich nicht sagen, ich liebe sie alle gleich. Die Qualität der Liebe ist unterschiedlich. Und dementsprechend kann es natürlich sein, dass wenn du dein Grundmuster von, ich sag mal, Anker hast,
dass du trotzdem dem einen Kind gegenüber vielleicht etwas welliger bist, weil es dir etwas spiegelt, was du nicht sehen möchtest. Oder weil es dir etwas spiegelt, was du sehen möchtest. Ja? Von daher ist das genau das gleiche Thema, wie wir es eben schon besprochen haben. Ja? Also, du bist da nicht ganz durchgängig und auch das ist das Leben, das ist okay. Das heißt, da muss ich mir als Mutter dann auch keine Gedanken machen, dass meine Kinder zum Beispiel komplett unterschiedlich geworden sind, obwohl die Bindungen und die Beziehungen im Elternhaus die gleichen sind. Naja, es wäre doch dramatisch, wenn wir alle gleich wären, Ja, das stimmt. oder? Und da vielleicht nochmal so ein Punkt auch dazu. Ich spreche immer von guter Bindung. Weil gut, Entschuldigung, gut ist natürlich auch situativ gut. Ja? Also diese Ankerwelle und Insel können in den unterschiedlichen Situationen des Lebens ihre wahnsinnigen Vorteile haben. Klar, Ich habe mal logisch. das Beispiel gehört von dem Dr. Stokowi hier in Köln. Der leitet eine Tagesklinik und beschäftigt sich auch sehr stark mit dem Thema Bindung. Und er sagte mal, weißt du, wenn ich in der Bronx mich verlaufe, dann habe ich lieber jemanden neben mir als Reisepartner, der sagt, weißt du was, ich mach's lieber alleine, als jemand, der dann Friede, Freude strahlend auf alle Menschen zugeht und sagt, ach, ich habe meinen Weg verloren, könnten Sie mich bitte hier mal mal den Weg weisen? Und er sagt, es kommt halt immer darauf an, in welcher Situation ich mich befinde. Also das ist jetzt sehr, sehr grob skizziert, aber ich glaube, das macht es auch sehr deutlich, Ja. dass es nicht unbedingt darum geht, dass wir jetzt alle eine sichere Bindung kriegen und alle total gut miteinander sind, sondern alleine was zu können, hat auch seine Vorteile. Ja? Und daher glaube ich nicht, dass man sich da wirklich so Sorgen oder Gedanken machen sollte. Wichtig an der Stelle, glaube ich, als Elternteil Beständigkeit zu zeigen. Das Das heißt ist also einfach da zu sein, wenn mein Kind mich braucht. ja, genau. Genau. Und Empathie zu zeigen. Heißt, sich wirklich in die Lage des Kindes zu versetzen. Ja, natürlich ist es nervig im Alltag, wenn das Kind jetzt rumbrüllt, weil es eigentlich das Bonbon, was auf den Boden gefallen ist, nochmal in den Mund stecken möchte und ich sage jetzt einfach nein. So. Aber wenn ich es schaffe, mich in solchen Situationen immer mal wieder in das Kind hineinzuversetzen und das jetzt einfach den wahnsinnigen Frust hat, dass das Bonbon jetzt auf den Boden gefallen ist und es nicht verstehen kann, ne, wenn wir jetzt von einem Zweijährigen sprechen, dass es nicht verstehen kann, dass es das Bonbon jetzt nicht in den Mund nehmen darf, weil von der Hirnleistung des Zweijährigen kann es das nicht verstehen. No way, das geht einfach nicht. Es kann gelernt haben aus Erfahrung, Mama ist böse, wenn ich das mache und dann macht es das irgendwann nicht mehr. Aber das heißt nicht, dass es verstanden hat, warum es das nicht darf. Und wenn ich mich dann in dieses Kind hineinversetzen kann, immer mal wieder für kurze Momente und diesen Frust nachempfinden kann, dann kann ich auch ganz anders auf das Kind reagieren und dann kann ich es in den Arm nehmen und sagen, du, ich spüre deinen Frust, ich merke das, das ist total ätzend, dass du das jetzt nicht darfst, aber ich darf es dir trotzdem nicht erlauben. Aber ich bin bei dir in deiner Frustration, ich bin beständig, präsent in deiner Frustration und ich halte dich jetzt im Arm. Und wir holen dir jetzt ein neues Bonbon. Wie auch immer, ja? Nachvollziehbar? Ja, das heißt also, es ist durchaus gut, auch das Kind nicht immer vor jeglichem Schmerz und jeglichem Ärger und jeglicher Frustration schützen zu wollen und es abzuschotten, sondern tatsächlich mit dem Kind da durchzugehen. Das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil das Leben ist voller Frustration. Immer wieder. Da schnappt mir jemand den Parkplatz weg, ich kriege den Job nicht, den ich haben möchte, das Nutella-Glas ist leer, was auch immer. Es gibt immer wieder Frustrationen. Und wenn ich nicht gelernt habe, mit den Frustrationen umzugehen oder mit der Wut und dem Ärger und der Trauer, was auch immer, dann geht es mir doch nicht besser. Im Gegenteil, dann habe ich doch größere Probleme im Leben, als wenn ich gelernt habe. Ah, okay, das ist also Wut. Und wenn das Nutella-Glas leer ist, dann habe ich halt also Wut. Okay, erlaubt mir nicht, das Nutella-Glas durch die Gegend zu schmeißen, aber es erlaubt mir, diese Wut zu spüren. Ja? Und das ist auch das, was ich den schwangeren Frauen immer sage. Versucht nicht, irgendwelche Gefühle zu unterdrücken, weil die Babys kriegen eh alles mit, also das ist ja schon mal klar. Ja, gut. Allein durch das hormonelle System kriegen die das eh schon alles mit.
Im Gegenteil, also gerade die Schwangerschaft ist ja das größte Lernfeld fürs Leben. Die Babys lernen durch die Mutter, durch das, was die Mutter erlebt, durch die Plazenta zum Baby kommt. Was ist denn das für eine Welt da draußen? Gibt es genug zu essen? Gibt es die richtige Nahrung? Gibt es Liebe? Gibt es, was ist denn da alles draußen? Ne? Und ja, es gibt Liebe, aber es gibt eben auch das andere. Und da ist es ganz wichtig, dass die Mutter die komplette Palette, die 360 Grad an Gefühlen für sich komplett auslebt und dann aber dem Baby immer sagt, du pass auf, ich bin gerade wütend, weil dein Papa hat keine Ahnung was gemacht. Das ist aber auch gleich wieder vorbei. Das heißt nicht, dass ich den Papa nicht mehr lieb habe. Ich bin jetzt aber gerade nur sauer. Und das hat auch nichts mit dir zu tun. Ja. So können die Babys das sehr, sehr gut lernen. Und die Mütter, die dann halt diese Methode der Bindungsförderung in der Schwangerschaft gemacht haben, die merken das auch, dass die Kinder sehr, sehr viel leichter mit Frustration umgehen können. Es ist so ein bisschen dieser Effekt, wenn wir Erwachsene meditieren, dann können wir mit Frust auch besser umgehen. Okay, dann würde ich dich bitten, vielleicht noch mal ganz kurz als Abschlussfrage, als Zusammenfassung, wie auch immer, vielleicht den Müttern einen Tipp zu geben, wo du sagst, das könnt ihr tun, um die Bindung zu euren Kindern, zu euren Ehemännern, zu euren Arbeitsplätzen, also überhaupt alle Bindungen in eurem Leben zu stärken oder zu, ja. Ja, doch, eigentlich stärken ist schon der richtige Ausdruck. Ja, ist auch der richtige Ausdruck. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen klischeehaft, aber kümmert euch um euch in erster Linie. Ja? Habe ich eine gute Bindung zu mir selbst? Weiß ich, welche Bindungsverhalten ich an den Tag lege? Weiß ich, was ich selber brauche? Kann ich mir das geben, was ich selber brauche? Dann bin ich in der Lage, gute Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen. Super. Vielen Dank, das war ein tolles Nicht so leicht zu Schlusswort. realisieren, aber ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Und es war ein total spannendes Interview. Ich Das werde freut mich. gerne, wenn du weißt, sobald du weißt, wann dein Webinar ist, den Link mit auf die Seite stellen. Bis Ende der Woche schreibe ich es dir. Super, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich da anmelden können und vielleicht noch tiefer in das Thema einsteigen oder ihre Fragen an dich stellen. Also ich persönlich fand es sehr, sehr spannend. Es war auch viel dabei, wo ich sage, das kann ich mir jetzt in meinen Alltag mitnehmen und einfach mal gucken oder Schön. drüber nachdenken. Und Schön. ich hoffe, dass das auch bei meinen Zuschauern und Zuschauerinnen so ist. Ich danke dir und wünsche dir noch ganz, ganz viel Spaß bei deiner Arbeit und die, wie ich finde, eine sehr wichtige Arbeit Danke, Anja, das freut mich sehr. Und das Gleiche wollte ist. ich eigentlich dir jetzt gerade noch sagen, dass ich das toll finde, dass du ja an einer anderen Stelle da ansetzt als ich und dass wir uns da super ergänzen. Und ich wertschätze deine Arbeit sehr und danke dir sehr für das Interview. Vielen Dank, Karin. Tschüss, Tschüss. bis dann alle.